Herzlich willkommen zu unserer kleinen Talkrunde, inzwischen schon der dritten des Luzern Festivals. Schlagt ihn tot, er ist ein Rezensent, ist die Überschrift unserer Talkreihe. Und heute reden wir darüber, wie Kritiken auf Künstlerinnen und Künstler wirken. Und wir haben die Überschrift gewählt, wie war ich? Und das werden wir unter anderem fragen. Annelies Berger von SRF 2 Kultur, herzlich willkommen. Hallo, freut mich. Intelligenten Franz Welser-Möst. Hallo, Herr Welser-Möst. Grüß Gott. Und natürlich Michael Hefliger vom Luzern Festival, der die Idee zu dieser ganzen Talkreihe hatte. Hallo, Herr Hefliger. Guten Nachmittag. Die Rolle der Kritik, vielleicht fangen wir erstmal damit an. Es gibt diese großartigen Kritiken, die wir kennen, und ich glaube, in jedem unserer Talks fiel wieder der Kaiser, der Großkritiker, den alle gelesen haben, der Kritikerpapst. Sind wir eigentlich noch auf dieser Höhe, dass wir die Klassikkritik haben? Herr Welser-Möst, wie sehen Sie das? Also ich glaube nicht mehr. Das hat nicht nur mit vielleicht Persönlichkeiten oder Nicht-Persönlichkeiten zu tun, sondern ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass wir in einer anderen Zeit leben. Wie viele Leute lesen noch Zeitung? So einfach. Also von den jungen Menschen, die alle auf Instagram und was weiß ich, TikTok und dieses und jenes unterwegs sind, da liest ja praktisch kein Mensch mehr Zeitung. Und ich glaube, es hat vor allem damit zu tun. Okay, also anderes Medienverhältnis und Verhalten. Frau Berger, wie ist das, wenn Sie Kritiken, erstens, wie konsumieren Sie selbst Kritiken? Und wenn Sie Berichte machen, für wen machen Sie die eigentlich? Machen Sie die auch für Künstlerinnen und Künstler oder nur für Hörerinnen und Hörer? Die mache ich möglichst für alle. Die mache ich möglichst für alle. Und ich mache sie möglichst so, dass ich vielleicht den Finger auf den wunden Punkt lege, dass ich vielleicht eben, das ist der Unterschied zur Kritik früher, dass ich ein übergeordnetes Thema anspreche, nicht mehr nur die ästhetische, nur in Anführungsstrichen die ästhetische Kritik mache mit der Partitur von mir, wie das vielleicht Kaiser ganz brillant konnte, sondern versuche, das vielleicht eher gesellschaftlich einzuordnen, was da auf der Bühne passiert. Aber wenn Sie fragen, für wen, ich mache das fürs Publikum, ich mache das nicht für die Kollegen hoffentlich, das wäre schlimm, wenn ich einfach punkten möchte bei den Kollegen und Kolleginnen, und ich mache es natürlich für die Künstlerinnen und Künstler, weil die schenken uns ja etwas, wenn sie auf der Bühne sind. Wie ist denn da der Rückfluss? Merken Sie, dass Ihre Kritiken gelesen werden? Werden sie auch debattiert oder stehen sie als Meinung im Raum und Sie wissen gar nicht, wohin die gehen? Also ich schreibe sie ja nicht, ich spreche sie ja, die Kritiken am Rundfunk. Doch, es gibt Echo, es gibt auch von Künstlerinnen und Künstlern Echo. Ich versuche natürlich immer nicht zu eng mit Künstlerinnen und Künstlern verbandelt zu sein, über die ich spreche. Das wäre journalistisch, ethisch nicht gut. Aber ich höre von, sagen wir kürzlich von Oliver Schneider, der gesagt hat, hey, Kritiken, ich brauche sie, das ist das der einzige öffentliche Ort, wo ich konstruktives Feedback bekomme, wo eine Reflexion meines Werkes überhaupt stattfindet, ist die Musikkritik. Und die fällt mehr und mehr weg. Ich brauche sie, hat er mir fast flehentlich gesagt. Herr Hefliger, ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum Sie dieses ganze Debattenforum eingerichtet haben. Nicht, weil Sie nach jedem Abend fragen, wie war ich, sondern weil Sie eine öffentliche Diskussion haben wollen. Die fehlt, glauben Sie? Ja, ich glaube, man muss zumindest darüber nachdenken, was mit ihr passiert. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt den Typus Joachim Kaiser für alle Ewigkeit aufrechterhalten. Ich habe ihn persönlich gekannt und natürlich auch erlebt. Und bei uns zu Hause hing halt manchmal der Haussegen sehr, sehr schief, wenn er schlecht über meinen Vater, der ein Tenor war, geschrieben hat. Und wir als Kinder mussten dann irgendwie 3 Tage damit leben, bis dann endlich mal wieder Ruhe war, nur mit dieser blöden Kritik. Aber man muss natürlich auch sehen oder sich überlegen, was ist der Prozess eines Konzertes? Wo fängt er an? Wo hört er auf? Also eigentlich, wenn ich mein Programm sozusagen rausbringe in Form eines gedruckten Heftes und dann sozusagen an die Öffentlichkeit verschicke, beginnt ja irgendwo schon der Konzertprozess. Und wo hört er dann auch auf? Und wenn die Kritik unabhängiger Journalistinnen
nicht mehr vorhanden ist, ich sage jetzt nicht in welchem Format, das kann über viele unterschiedliche Formate erfolgen, zum einen über die Langstrecke, wie wir neulich auch diskutiert haben, oder eben über die Social Media oder Websites oder was auch immer, denen stehen eigentlich, da gibt es keine Grenzen. Aber wenn sie nicht mehr stattfindet, dann geht für mich ein Teil auch der Wertigkeit des Konzerts verloren, auch wenn dies unangenehm ist. Und ich habe viele unangenehme Kritiken erlebt über Luzern, auch zum Teil über mich, wo man dann halt, aber das ist halt das Risiko, das man hat, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Drum, mir geht es eigentlich auch wirklich darum, über den Prozess Konzert nachzudenken, wo fängt er eigentlich an und wo hört er auf? Und natürlich ist der Höhepunkt der eigentliche Moment, wenn die Künstlerinnen auf der Bühne stehen und interpretieren und sich intensiv mit einem Werk auseinandersetzen. Kritik wird ja oft von vielen Künstlerinnen und Künstlern, Frau Berger, ich glaube, Ihnen geht es da ähnlich wie mir. Unser E-Mail-Fach quillt jeden Tag über mit Informationen über Konzerte, mit Rezensionsexemplaren, CDs, sogar wieder Schallplatten kommen und alle wollen, dass man schreibt. Frau Berger, glauben Sie, dass das wirklich noch eine große Auswirkung zum Beispiel auf den Verkauf hat, wenn wir schreiben? Gut, das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage. Ich weiß einfach, es gibt eine Studie von der Hochschule für Musik in Luzern, die vor 2 Jahren herausgefunden hat, dass tatsächlich 2/3 der Menschen, gut, das waren 1200, die befragt wurden, aber immerhin, das sind 1200 Leute, die regelmäßig klassische Musik hören, dass sich 2/3 davon sehnlichst Kritiken wünschen. Das ist doch eigentlich unglaublich, das hätte ich nicht gedacht. Und die wünschen sich nicht unbedingt mehr eine Autoritätsperson, sondern die wünschen sich eher jemanden, der kuratiert für sie, der für sie einordnet, warum soll ich mir diese und nicht diese Aufnahme von Mozarts dieser und dieser Sinfonie kaufen. Also das Bedürfnis ist da, wie sich das auf die Zahlen auswirkt, kann ich nicht mehr sagen. Wir haben die 3 großen CD-Labels und wir haben inzwischen Künstlerinnen und Künstler wie Julia Fischer, die sich selber aufnehmen, ein Album aufnehmen und es dann auf ihren eigenen Shop stellen und auf ihre Homepage und dort ihren J-Shop haben und das Streaming-Angebot verkaufen. Und dort fehlen Kritiken. Vielleicht ist das ein Weg, um neue Häflinge, dass man Kritiken wirklich an anderen Orten hinlegt. Wenn Sie ein Konzert streamen am Lucerne Festival, sollte da vielleicht auch professionelle Kritik abrufbar sein. Das ist interessant, weil das ist auch ein Leitmotiv der letzten Diskussion, dass wir immer wieder sagen, von Veranstalter sollen sich ihre eigene Kritik schaffen. Herr Hilfliger, ist das da auch der Fall dann? Also muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt anfangen würde, über meine eigenen Konzerte zu kriegen. Herr Welser-Möst war heute Abend wieder schlecht, bleiben Sie dann auf Ihrer Seite. Ich habe das Thema nicht so gemeint. Das wäre im Rahmen unserer doch immer noch vorherrschenden demokratischen Verhältnisse, zumindest hier in Europa und in den USA, sagen wir besser Mitteleuropa und USA, wäre dann schon sehr vermessen. Also das fände ich sehr gefährlich. Ich glaube, es ist eben, die Spannung liegt darin, dass eine unabhängig agierende Persönlichkeit auch mit entsprechender Erfahrung und Ausbildung eine Kritik schreibt. Es gibt natürlich auch dann unterschiedliche Formen von Kritik, vielleicht mehr Society-Kritik oder Publikumskritik, dass jemand aus dem Publikum sich äußern kann oder dass es Stimmen gibt. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es schon sehr spannend, wenn man weiß, es ist eine Person da, die unabhängig schreibt und vor allen Dingen auch mit entsprechendem Wissen und Kenntnissen ausgestattet. Das macht, das kreiert einfach nochmal eine andere Spannung. Was ich ein bisschen bedauere im ganzen Prozess, das habe ich auch schon gesagt, ist die Nichtmöglichkeit, manchmal mit Kritikerinnen zu diskutieren, nachdem sie wohlgemerkt geschrieben haben, nicht vorher. Also wenn Frau Berger und ich jetzt irgendwie 5-mal vor ihre Kritik zusammen Mittagessen gehen und ich sie versuche zu überzeugen, dass das, was wir in Luzern tun, das einzig Richtige ist, dann ist das falsch. Aber dass man danach vielleicht auch gerade, wenn es mal eine schlechte Kritik gegeben hat, auch mal den Austausch pflegen könnte, das vermisse ich. Mhm. Also im Dialog bleiben, das finden Sie wichtig. Ja, dass man auch mal, also dass ich Ihnen mal 2 Tage später zum Beispiel anrufen kann, was haben Sie jetzt gemeint und ich bin dort und dort anderer Ansicht und
Also im Dialog bleiben und unabhängig. Also wie eng auch das Verhältnis zwischen Kritikern und Veranstaltern sein kann. Da müssen wir auch, wie nennt man das, Offenlegung. Herr Welser-Möst und ich haben auch ein Buch zusammengeschrieben. Natürlich schreibe ich zum Beispiel keine Kritiken über seine Konzerte mehr. Ich habe geghostwritet für Daniel Barenboim. Natürlich schreibe ich da keine Kritiken mehr über seine Konzerte. Herr Welser-Möst, wie nehmen Sie das wahr? Ist für Sie eine Kritik erstmal interessant, weil sie einen intellektuellen Prozess anstoßen kann? Oder ist sie tatsächlich auch als Marketingwerkzeug interessant? Also erstens mal fand ich sehr schön, was gerade gesagt wurde, wenn das tatsächlich eine professionelle Meinung ist. Und meine Erfahrung ist, dass Kritiker auf Kritik ihrer Kritik äußerst negativ reagieren. Ich glaube sehr wohl, dass wenn das eine breite Bewegung ist, sprich also viele Kritiken, nach dem, was Frau Berger auch gesagt hat, was für mich auch sehr interessant ist, dass Menschen sich Kritik wünschen, also dass sie es lesen, dann spricht das wirklich dafür, dass Menschen, die wirklich die Ausbildung haben, dafür auch solche verfassen. Ich bin jetzt selber jemand, der äußerst viel geprügelt worden ist. Über die Londoner Zeit brauchen wir gar nicht reden. Gleich noch, ja. Aber genauso in Zürich am Opernhaus und genauso in Cleveland. Das hat einerseits, fand ich das immer ganz spannend, dass von einem Künstler verlangt wird, dass er eine hohe Sensibilität hat, aber gleichzeitig ein unglaubliches dickes Fell haben sollte, um das auch zu überleben. Ganz interessant, weil wir sagen ja, das Motto ist, Goethe schlagt ihn tot, er ist ein Rezensent. Vergessen wir vielleicht manchmal auch, Frau Berger, dass wir da über Menschen schreiben, weil natürlich die Polemik kommt beim Leser natürlich meist viel besser an, macht auch viel mehr Spaß zu schreiben, egal ob mit Florett oder mit Schwert. Wenn man selbst auch als Journalist dann aktiv wird, zum Beispiel als Buchautor oder als Moderator oder wie auch immer, wird man auch selbst wieder kritisiert. Vergessen wir in der Kritik, Frau Berger, vielleicht manchmal auch unser Gegenüber? Ja, ich kann natürlich nur von mir reden und ich glaube, ich versuche das nie zu vergessen. Wenn wir zum Beispiel einen Roundtable machen zum Lucerne Festival, Herr Häfliger, dann können vielleicht schon mal ein paar, nicht Fetzen fliegen, aber dann geht es zur Sache, dann sagt man ganz klar ein paar kritische Punkte, und aber so, wie man es empfunden hat und so, wie es ist. Und tatsächlich ist das vielleicht nicht immer angenehm, aber bestimmt nicht, um mehr Hörerinnen und Hörer zu animieren, uns zuzuhören, bestimmt nicht. Das würde ich jetzt von mir nicht glauben können. Ja. Darf ich dazu etwas sagen? Und zwar, ich glaube, also mir persönlich geht es so, wenn man eine Kritik liest oder hört und tatsächlich das Gefühl hat, dass das ausgedrückt wird als subjektive Meinung, die noch dazu dann professionell wirklich gut begründet ist, dann ist Kritik für mich persönlich leicht anzunehmen. Aber wenn das so quasi als objektive Tatsache dargestellt wird, da wird es dann echt gefährlich. Weil dann wird etwas in den Raum gestellt, wo dann ein unvoreingenommener Leser das Gefühl hat, selbst wenn unten Kritik steht, ja, das war so. Es ist nach wie vor, jede Kritik ist eine subjektive Wahrnehmung. Und das würde ich persönlich mir mehr wünschen. Das gibt es zum Beispiel mehr im englischsprachigen Raum, dass jemand das Wort ich verwendet in einer Kritik. Im deutschsprachigen Raum ganz, ganz selten. Ich finde auch interessant, dass Kritiker oft, das ist vielleicht in der menschlichen Natur so begründet, immer Recht haben wollen. Und mich hat zum Beispiel Martin Bernheimer, ein großer Kritiker aus Amerika, das fand ich mal ganz, ganz toll, der hat eine Opernaufführung in Los Angeles verrissen und 2 Jahre später war eine Wiederaufnahme und der hat dann geschrieben, ich hatte damals Unrecht, ich finde es jetzt wirklich toll.
Habe ich auch schon mal gemacht, in Basel bei einer Lohengrin-Aufführung, die ich total verrissen habe. Und ich habe 2 Tage später eine neue Kritik geschrieben, weil ich erst dann begriffen habe, worum es eigentlich ging. Ist vielleicht ein Gen, was uns tatsächlich fehlt, ne? Also auch Meinungen zu revidieren. Aber darf ich da nochmal sagen, also der Kritiker, die Kritikerin, die eben immer meint, sie hat Recht und sich nicht kritisieren lassen will und die große Autoritätsperson ist, ich glaube tatsächlich, das gehört der Vergangenheit an. Und das war zum Teil vielleicht wirklich unangenehm. Aber wenn ich so meine Kolleginnen und Kollegen beobachte und auch beobachte, es gibt Fahnen, es gibt Nachkritik, es gibt unzählige andere neue Orte, die halt nicht mehr die tägliche Tageszeitung sind, wo wir uns ausdrücken können oder ich jetzt beim Radio, dann hat sich das schon verändert. Und da ist eben gerade, wir diskutieren oft darüber, ob wir ich sagen dürfen, Herr Welser-Möst. Und sie kommen zum Schluss immer mehr, dass wir tatsächlich persönlich von uns ausgehen können und auch unsere Glücksgefühle, und das geht am Radio tatsächlich am besten, das geht sehr gut, wenn ich die Stimme auch benutzen darf, die Glücksgefühle auch ausdrücken darf, aber auch etwas, das vielleicht nicht passt, ausdrücken darf und dass ich das von mir, subjektiv wirklich von mir aussage. Da haben wir, glaube ich, beim Rundfunk eine große Chance, das sehr transparent zu machen. Und das andere ist, Musikjournalismus ist ein Handwerk. Das ist ein Handwerk, das ist ein, wie soll ich sagen, das ist ein Auftrag. Und es ist tatsächlich, wie Sie gesagt haben, sehr, sehr schwierig, über Musik objektiv zu reden. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Das kann man lernen, aber es bleibt immer eine Gratwanderung. Und man muss auch beachten, dass man über Musik eigentlich nicht reden kann. Und wenn wir das versuchen, dann versuchen das mit einem hohen Ethos und oft in der freien Szene, ich jetzt nicht, aber mit ganz kleinem Lohn. Also nicht, um irgendwelche Lorbeeren einzusammeln, sondern wirklich, weil wir die Musik den Leuten näher bringen wollen. Bleiben wir vielleicht nochmal bei der Wirkung, Herr Hefliger. Wie ist denn das? Man sagt immer, was trifft, trifft zu. Ich glaube, das ist ein Kehrwort. Wenn Ihr Vater zu Hause dann der Haussegen schief hing, weil er gerade mal wieder kritisiert wurde, ist er dann auch 2 Tage später so gewesen, dass er gesagt hat, naja, eigentlich hat er schon recht gehabt? Oder wann ist der Grad zwischen Unfairness und berechtigter Kritik, die ja manchmal noch viel mehr wehtun kann? Ja? Also die berechtigte Kritik kann ja schmerzhafter sein als die Polemik. Ja, ja, es ging ja dann so in der Familie hin und her und wir Kinder haben dann teilweise ein bisschen Spaß draus gemacht. Auch das nach. Was mein Vater nicht so mochte, wenn dann in der Süddeutschen irgendeine schlechte Kritik war von Herrn Kaiser oder so. Aber wir haben ja das auch erlebt und ich habe es dann später auch beruflich erlebt, sowohl als Geiger wie dann jetzt eben auch als Intendant öfters. Und, aber ich glaube schon, dass die seriösen Künstlerinnen, auch wenn es, man braucht einen gewissen Schutz, oder? Wenn das alles so direkt an einen heran, wenn man das so an sich heranlässt, dann macht man sich ja nur kaputt. Und Kritik ist nun mal ein Teil, egal wie sie stattfindet, des ganzen Prozedere, des Berufsbildes. Und, aber ich glaube schon, dass es immer einen Teil Wahrheit gibt bei fast jeder Kritik, außer wenn sie wirklich total unter der Gürtellinie ist und wenn man einfach spürt, da will jetzt eine Kritikerin oder Kritiker einfach einen Künstler fertig machen. Ich meine, Herr Kaiser hat unter anderem auch Herrn Gavrilov quasi Hausverbot gegeben. In München die rote Karte, das ging einfach überhaupt nicht und das kann man heute nicht mehr machen. Ich muss auch sagen, Franz, ich habe dich immer bewundert, wie du die Kritiken weggesteckt hast. Und, aber wenn man deine Karriere anschaut, dann haben sie dir ja sicherlich nicht geschadet. Sondern das ist das Interessante, vielleicht nochmal genau. Weil du machst ja eigentlich eine Bilderbuchkarriere und kommst ja jetzt immer noch weiter und noch tiefer. Und das ist, glaube ich, dann auch bei... Auch, Herr Welser-Möst, das war die Zeit, wo Sie nach England gegangen sind. Ich glaube, da hat der Kritiker natürlich den Gag nicht liegen lassen. Frankly, worse than most. Wurden Sie da irgendwann genannt? Heute lachen wir alle drüber, können Sie wahrscheinlich auch drüber lachen. Damals war das erstmal nicht so schön, oder? Naja, gut. Also ich bin 6 Jahre lang dort nur verrissen worden. Dann kam ich nach Zürich, dann hat die Zürich-Zeitung geschrieben, wozu brauchen wir so einen Loser aus London? Dann ging es in Zürich los. Dann kam ich nach Cleveland und wurde dort die ersten 6 Jahre nur verrissen.
ich kann einfach heute natürlich sagen, ich bin einer der wenigen Künstler, die nie gehypt wurden, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe teilweise wirklich meine Karriere gegen die veröffentlichte Meinung gemacht. Aber natürlich ist das nicht lustig und man braucht ein gesundes, persönliches Umfeld. In dem Fall meine Frau und auch andere, man ist dann schon irgendwo verzweifelt. Man fängt dann an sich selber zu zweifeln. Wenn Sie jedes Mal auf die Bühne gehen, wie das damals in London war, und Sie wissen von vornherein, ist ganz egal, was Sie machen, es wird verrissen werden. Und da gibt es dann auch, weil die Frau Berger vom Berufsethos gesprochen hat, da gibt es dann auch Dinge, die mit Berufsethos nicht vereinbar sind. Aber auf der anderen Seite, wenn man zurückblickt, für mich persönlich, dadurch, dass ich mich entschlossen habe, aus London wegzugehen. Ich bin nicht verdrängt worden, sondern ich habe mich entschlossen, wegzugehen und nach Zürich zu kommen, war das die beste Entscheidung meines Lebens für meine künstlerische Entwicklung. Denn ich bin nach wie vor der Meinung, dass jeder Dirigent auch einmal durch diese Opernmühle durch muss, um das Handwerk wirklich perfekt zu beherrschen. Aber es hat natürlich diese unglaublich schmerzlichen Momente gegeben, wo ich gedacht habe, ich kann eigentlich überhaupt nichts. Also, die man in der Gegenwart vielleicht auch nicht so wahrnimmt, die man erst danach sozusagen auch als Möglichkeit wahrnimmt, dass man sich wirklich ehrlich gefragt hat. Ich glaube, Sie haben mal gesagt, Sie sind irgendwo in Südengland am Strand spazieren gegangen und haben überlegt, ob Sie den ganzen Kram hinschmeißen aufgrund des Sturms, der Ihnen entgegengeblasen ist. Und wenn man dann sagt, nee, ich stehe zu dem, was ich will, ist das auch sozusagen eine Versicherung der eigenen musikalischen und ästhetischen Positionierung, oder? Ja, wobei, wie gesagt... Wir hätten das nicht gebraucht, ja. Naja, das würde ich gar nicht so sagen. Also ich finde, man muss auch lernen, mit schlechter Kritik umzugehen. Das ist schon wichtig. Aber es... Für mich war ganz wichtig, wie gesagt, von meiner Frau angefangen oder ein Alexander Pereira in Zürich, der immer diesen Satz hatte, flapsig wie er war, was kümmert es den Mond, wenn ihn ein Dackel anbellt? Das war also seine Reaktion auf schlechte Kritiken. Naja, und das kann ich Ihnen aber aus der anderen Perspektive sagen, auch der Anruf beim Kritiker. Also Herr Pereira hat für Sie dann bei uns angerufen, ja? Und mit... Ja. sagen wir mal, nicht druckfähigen Wortgefechten für seine Künstler gekämpft. Herr Hilfiger, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie mal Kritiker angerufen und sich richtig beschwert über eine Kritik? Ja, gab schon. Es gab einen Fall. Aber es war wirklich, glaube ich, ein oder zwei Fälle. Und ich habe mich dann auch mit der Person wirklich richtig ausgetauscht. Das ist auch alles wieder bestens in Ordnung. Aber es war ein Fall, der war nicht akzeptabel. Das ging nicht ums Festival oder mich, sondern es ging um einen Dirigenten und ein Orchester. Und da habe ich gesagt, so, nein, das geht jetzt nicht. Und eigentlich sehr selten. Also wir versuchen das auch hier in Luzern relativ gut aufrechtzuerhalten, diesen Respekt, den man hat. Und in gewissen Fällen... ist es dann schon so, dass man Kontakt aufnimmt, vor allen Dingen dann natürlich Nina Steinhardt in ihrer Aufgabe als Leiterin. Und versucht natürlich, eben was der eine Punkt, der mir fehlt und wo für mich wirklich, und Franz Welser-Möst hat es ja auch gesagt, zu wenig Offenheit herrscht, ist, man kann mit dem Kritiker oder der Kritikerin nachher nicht reden. Und wenn man es wagt zu sagen, dass diese Kritik nicht gut ist, nachdem vielleicht eine Kritikerin gesagt hat, das Konzert war schlecht oder das Festivalprogramm ist Mist, darf man ja vielleicht auch mal, ich sage jetzt nicht zum Gegenschlag ausholen, aber zumindest mal, lass uns mal drüber reden, was findest du denn wirklich nicht gut oder wo genau liegt das Problem? Und da herrscht schon sehr oft hohe Sensitivität
Also ja, Sie haben gesagt, dass das nicht so ist. Das ist wirklich so. Das ist ein Phänomen. Einfach auch mal zuhören nochmal und erstmal wahrnehmen, dass unser Berufsstand, jedenfalls bei Herrn Welser-Möst und bei Herrn Hefliger, durchaus dieses Image des egoistischen Rechthaberischen hat. Na, ich habe in meiner Zeit an der Wiener Staatsoper, da wurde eine junge Sopranistin aus dem Ensemble wirklich mit Ausdrücken beworfen in einer Kritik, wo ich dann diese Kritikerin in dem Fall zu mir bestellt habe und habe gesagt, das geht nicht. Und die erste Reaktion war, wollen Sie Zensur ausüben? Nein, will ich nicht. Aber es muss doch möglich sein, dann auch einen Austausch zu pflegen. Michael Hefliger hat was ganz Richtiges gesagt, das Wort Respekt. Wenn eine Kritik respektlos wird, dann wird es schwierig. Ich habe dann mehrmals schon Kritiker auch gefragt, sind Sie jemals auf einer Bühne gestanden? Wissen Sie, was das bedeutet, auf einer Bühne zu stehen? Das stellen sich manche gar nicht so schwierig vor. Aber mal wirklich auf eine Bühne zu gehen und da sitzen 800.000, 2.000 Menschen und schauen auf einen, das ist nicht selbstverständlich. Nochmal, Frau Berger, vielleicht, ich meine, nehmen wir uns beiden natürlich aus, ja, aber all die anderen, vielleicht müssen wir tatsächlich an diesem Selbstbild des Kritikers, wenn wir das so hören, doch nochmal arbeiten. Für mich stellen sich einfach ganz andere Fragen. Für mich stellt sich die Frage, dass es weniger Printmedien gibt, die gelesen werden und insofern und darum gibt es natürlich auch weniger Kritiken. Es sind mehr Porträts gefragt als früher. Es sind weniger Kritiken gefragt von einer Redaktion. Oder sagen wir jetzt mal, bei uns beim Radio verschiebt sich das ein bisschen vom Thema her. Es sind eben, wie ich schon darlegte, nicht mehr die klassischen Konzertkritiken, sondern die übergeordneten Themen. Und ich sehe das jetzt nicht als Hauptproblem, dass sich der Kritiker, die Kritiker ändern muss. Aber ich stimme Ihnen beiden zu, dass man in einem konstruktiven Dialog zusammen sein kann. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das finde ich durchaus wünschenswert. Und vielleicht hilft uns einfach auch mal ein Blick in die Geschichte. Also es gibt ja unterschiedliche Formen von Musikkritik. Es gibt die Kritik, die klassische Kritik, wo noch Komponisten wie Berlioz, Debussy, Tschaikowski Komponisten kritisiert haben. Es gibt eine literarische Form von Kritik und da auch so viel zu, wie haben Sie es genannt, Fairness oder Umgangston. Ja, also E.T.A. Hoffmann, der Wagner zurück ins Kartoffelland schicken wollte. Wenn Sie auch die Berlioz-Kritiken lesen, also die, man würde heute verrissen, schon sehr freundlich ausgedrückt, Nietzsche über Wagner ist eigentlich eine 70-seitige Hasstirade, ja, die wir alle wahrscheinlich gerne lesen. Lassen Sie uns mal ganz kurz in diese Geschichte gehen. Erstmal Komponisten, die über Komponisten schreiben. Berlioz, Debussy, habe ich schon gesagt, Schumann, Schubert, alles Kritiker, haben wir heute überhaupt nicht mehr. Kein Musiker spricht über einen anderen Musiker. Eigentlich komisch, oder? Das ist ein bisschen ein Tabu, ja, das stimmt. Das finde ich hochinteressant, weil mir ist das auch schon mehrmals passiert, nur im privaten Gespräch, wenn ich mich kritisch jetzt über einen anderen Künstler geäußert habe, dann heißt sofort, wie kannst du sowas sagen? Du kannst doch der eigenen Zunft nicht in den Rücken fallen. Aber ich finde das schade, denn ich meine, Ich kann ja auch als Person einfach, die einen dementsprechenden professionellen Hintergrund hat, sehr wohl Kritik ja auch begründen. Das heißt ja nicht sofort, dass ich neidisch bin oder jemanden hasse oder was auch immer, sondern ich kann vielleicht dann wirklich begründen, warum mir diese Aufführung nicht so gefallen hat wie eine andere. Aber das scheint wirklich ein unglaubliches Tabu bei uns Künstlern zu sein,
man darf ja nichts Schlechtes über einen anderen Künstler sagen. Woher das kommt, weiß ich nicht. Womit man sich ja viel nimmt, weil in diesen alten Diskussionen und Streitereien ging es ja dann tatsächlich auch um ästhetische Debatten. Wollen wir Musik der Zukunft? Wollen wir traditionell bei Beethoven bleiben? Wie gehen wir mit der Form der Symphonie um? Müssen wir sie neu erfinden? Mhm. Diese Fragen könnten wir ja heute alle auch stellen. Also um jetzt kein Gegenwartsbeispiel zu machen, ich hätte mir sehr wohl gewünscht, eine Diskussion zwischen Nikolaus Anoncourt und Herbert von Karajan Herr Hefliger, können Sie sowas nicht mal inszenieren? Also jetzt nicht mit den beiden, das wird schwierig. Aber das wird sehr schwierig. Machen wir Gedanken, das wird in diesem Fall relativ schwierig sein. Da müssen wir schon auch auf unsere himmlischen Gesandten zurückgreifen. Und, aber das wäre in der Tat sicherlich sehr interessant. Ich habe immer wieder festgestellt, dass da irgendwo kein Interesse ist. Wir wollten mal Claudio Abbado und Bernhard Haitink zusammenbringen. Als sie beide in Luzern waren, Haitink hat ja hier eine Weile gewohnt und Claudio Abbado war dann bekanntlich mit dem Festivalorchester auch sehr engagiert und hat Haitink sehr bewundert in seinen Schumann-Interpretationen, hatten wir dann auch gesagt. Da haben wir gesagt, du, der ist gerade 10 Minuten zu Fuß von dir entfernt, willst du nicht mal hin? Und irgendwie, ich habe das auch bei meinem Vater gesehen, er ist auch nicht zum seinem, es war irgendwie diese Hemmschwellen oder diese Grenzen, die es da gibt, die bis heute irgendwie nicht richtig überwunden sind. Ich kann als Intendant auch nicht einfach hinter die Bühne gehen nach einem Konzert und sagen, das war toll, aber also dort der dritte Satz, Scherzo, naja. Aber kann ich da vielleicht... Nicht ganz so, könnte besser sein. Das mache ich nicht. Oder beziehungsweise das macht man nicht. Das überlässt man dann, Dirty Work überlässt man dann vielleicht auch den Journalistinnen, nicht? Frau Berger. Genau, das wollte ich noch sagen, Dirty Work. Wenn wir nach der Live-Übertragung am Lucerne Festival dann direkt hinterher die Live-Kritiker, Kritikerinnen Runde haben, Herr Hefliger, dann braucht das auch Mut. Weil da muss man wirklich, ohne lang zu reflektieren, gleich sagen, was man empfunden hat. Also Dirty Work, kleines Stichwort auch für uns, wie unsere Seite ist auch nicht immer ganz einfach. Das ist das eine. Und das andere, es gibt natürlich einen tollen Sendeplatz auf SRF 2 Kultur, wo Kolleginnen über Kolleginnen reden. Und zwar ist das die Diskothek, wo wir 5 oder 6 CDs uns anhören, also Interpretationen eines Werkes. Und da sind Musikerkollegen, Kolleginnen immer sitzen da und reden über das, also wenn ein Cellist spricht über die über 5 Aufnahmen eines Cellokonzertes von Kollegen. Das gibt's schon. Und das gibt's auch in gewissen Fachzeitschriften, dass Komponisten über das Werk eines anderen Komponisten schreiben. Es gibt's schon. Vielleicht könnte man das noch mehr zum Beispiel ins Lucerne Festival einbauen. Genau. So, dann. Ja, wir sind offen für Ideen. Wir können auch mal, ich meine, vielleicht wäre auch Job Rotation mal interessant eben. Dass ein Intendant Kritiken schreibt in der NZZ oder dass eine Kritikerin mal Festivalprogramm von Luzern macht, beziehungsweise auch mal eine Eroica-Symphonie dirigiert. Es ist, ich glaube, das jetzt mal abseits von diesen Sachen, glaube ich, einfach nur noch mal, um den Geist auf dieser Frage zu heben, dadurch, dass sich Komponisten um Ästhetik gestritten haben, glaube ich, haben sie ihrer Arbeit eine Relevanz gegeben. Ja? Mhm. Und ich glaube, wir sehen das unter Trainern beim Fußball, wo Systeme diskutiert werden. Spielt man noch wie früher, spielt man wie heute? In der Politik ja, also dass der eine Politiker streitet öffentlich gegen den anderen. In der Popmusik, im Rap wäre es ohne ey, der ist aber total beknackt, nee, du bist beknackt, würde es gar keinen Rap geben. Das ist sozusagen auch eine Selbstpositionierung und eine Schaffung von eigener Relevanz. Mhm. Ja, der interne Streit ist sozusagen eigene Relevanz. Das wünsche ich mir natürlich tatsächlich. Heute Herr Belser-Möster auch viel zu nett zu. Also ich sehe das immer, es gibt ja bei Arte auch Sendeplätze, dass Klassikmusiker sind dann plötzlich Moderatoren und es ist immer nur, oh, du bist wieder so toll gewesen und spielen wir nochmal was zusammen und man spielt so toll, wie du das hier machst. Also es kommt sozusagen nie zu einer Diskussion wie mit professionellen Moderatoren oder Kritikern. Sie vermissen die Streitkultur, oder? Ja. Also man kann sagen, früher war das Theater noch ein Leitmedium und die ganze Stadt hat über einen Skandal geredet, einer Theateraufführung. Und das fehlt heute, die Hochkultur ist nicht mehr, was sie war. Aber auch Anoncourt braucht, der sagt, mit Karajan, das geht nicht mehr weiter. Ja, das hat er ja gesagt. Oder die Oper ist tot, Boulez oder so. Mhm.
Herr Welsamer. Hat er so nicht gesagt. Das ist eben Ich weiß. Er hat gesagt, er brennt die Opernhäuser nieder. I know. Man hat es aus dem Kontext herausgegriffen, was ihn ja bekanntlich auch zumindest in die Untersuchungshaft in Basel gebracht hat. Aber die relevanten Diskussionen. Herr Welsamer, sagen Sie noch einmal ganz kurz, bitte. Das wird mich nicht interessieren, weil Sie so vorsichtig sind. Ich würde mich freuen, mal mit einem Kollegen richtig über ein Stück zu diskutieren, sagen wir mal, oder auch richtig zu streiten, weil ich einfach, was weiß ich, die Tempi vollkommen falsch finde, aber dann begründen kann, warum ich das falsch finde. Aber wir, erstens mal möchte ich nochmals auch sagen, ich beneide keinen Kritiker. Also ich kann mir nicht vorstellen, zum Beispiel 5-mal pro Woche in irgendeiner Aufführung zu sitzen und dann was schreiben zu müssen drüber. Das würde mich ziemlich wahnsinnig machen. Aber auf der anderen Seite fände ich es wirklich ganz spannend, diesen Austausch, ob das jetzt öffentlich ist oder auch nicht öffentlich, aber diesen Austausch wirklich zu haben, wo man auch Meinungen andere Leute richtig mal rannimmt und sagt, so, dass da liegst du vollkommen falsch und aus dem und dem und dem Grund. Ich fand ja, ich habe ja Nicolas Anoncourt auch privat gekannt und er war ja auch im privaten Rahmen streitbar. Wir hatten mal eine sehr lustige Diskussion über Heidenmessen und die Textbehandlung in Heidenmessen. Und wir sind da ganz schön aneinander geraten, aber das finde ich auch gut so. Und da hätten wir alle gerne Mäuschen gespielt, Frau Berger, oder? Sehr, sehr gern. Also das wäre toll. Also wenn Herr Häfliger, wenn Sie das zustande gebracht hätten, Abada und Anoncourt zusammenzubringen, öffentlich, das Ereignis. Wie gesagt, ja, wir reden jetzt aber nicht über das sind die Vergangenheit. Leute gucken immer nach hinten, aber es gibt ja auch... Ja, schauen wir nach vorne, genau. Schauen wir doch mal in die Zukunft. Möglichkeit. Was gibt es da Potenziale, nicht? Franz Welser müsst mit Frau Berger. Mit wem? Gegen wen? Ja, aber es gibt einfach komplett völlig unterschiedliche Sichten in der Interpretation. Bei Pianisten kann man es zum Beispiel, ja? Also man, egal, Volodos und Igor Levit, was weiß ich was. Das kann man ja, man kann zusammenbringen, wen man will, ja? Also und nochmal, da geht es ja auch um Haltung. Es geht darum, zum Beispiel um die Frage, Alexander Kriechel sagt, Politik soll unpolitisch sein. Igor Levit sagt, jedes Stück muss politisch sein. Ganz egal, wie die darüber stehen, aber die Diskussion würde ich mir gerne anhören. Es gibt ja auch sozusagen nicht nur ästhetische Debatten, sondern es gibt Debatten über die Rolle von Musik, die vielleicht Künstler untereinander mit einem professionellen Moderator dann auch viel besser ausdiskutieren können. Ja, also das finde ich schon, ist eine, nehmen wir mal aus der Geschichte sozusagen jetzt aus unserer Diskussion mit, kann man mal reanimieren auf jeden Fall. Zum Beispiel Dieter Ammann und Rebecca Saunders. Ja. Man kann auch zwei Festspiel- oder Festivalintendanten nehmen und, oder die Intendantinnen und fragen, wo geht ihr hin? Und ja, also man kann ja ganz viel nehmen. Ja. Eine andere historische Form der Kritik ist, habe ich eben schon gesagt, die literarische Kritik. Wenn man E.T.A. Hoffmann liest, wenn man Nietzsche liest, George Bernard Shaw natürlich liest, Polemiker, die versucht haben, ihr Können im Wort zu nutzen, um Musik lesbar zu machen, finde ich auch eine Profession, die wir relativ selten noch haben. Also der wirklich musikalische Essay. Oder kennen Sie den, lesen Sie den noch irgendwo? Also ich nicht, muss ich sagen. Also ich finde es ja ganz interessant, wir sind ja auch irgendwo nicht nur innerhalb der Musik, sondern überhaupt. Wir haben eine lange Zeitstrecke von Spezialistentum hinter uns oder sind vielleicht immer noch drinnen. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel hat mal ein winziges Büchlein, das Papst Benedikt über Mozart geschrieben hat, wie er noch Kardinal Ratzinger war.
liebenswerter Dilettantismus, kann man nur sagen. Also ganz lustig einfach. Ich habe das gelesen. Eine Abrechnung mit der Popmusik übrigens auch. Ja? Also der sagt, Popmusik ist, das, also für alle, die in die Hölle wollen, die sollen jetzt mal Popmusik hören. Und für alle, die in den Himmel wollen, die hören mal Mozart. Kann man, so, kann man das Buch, glaube ich, zusammenfassen. Ja, ja, das stimmt. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein Michael Köhlmeier, eine Elfriede Jelinek, dass die sehr wohl, nachdem ich weiß von beiden, dass sie sehr oft in Aufführungen gehen, weil sie beide klassische Musik lieben, dass ich könnte mir toll vorstellen von beiden, beide sind vollkommen unterschiedlich als Literaten, aber von denen sowas zu lesen, das würde mir Spaß machen, würde mir Freude machen. Würde das nicht unsere Arbeit auch inspirieren, Frau Berger, oder wäre das dann Konkurrenz? Überhaupt nicht. Um Gottes Willen wäre das keine Konkurrenz. Das ist nur beflügelnd. Es gibt ja schon noch Fachzeitschriften, wo Essays stattfinden. Also bei uns Dissonance, die es leider nicht mehr gibt. Da gab es schon sehr vertiefte Reflexionen über Musikphänomene, über Gesellschaft, Musik in der Gesellschaft und so weiter, über Musikkritik sogar auch. Auch in der Musikzeitschrift, so wie das sie daherkommt, gibt es tolle Essays teilweise. Das ist nicht ganz verschwunden. Und wenn ich es lese, dann sehr inspirierend, immer, immer. Genau. Wie geht's Ihnen, Herr Brüggemann? Ja, ich, in der Vorbereitung auf unseren kleinen Talk ist mir das so aufgefallen, dass ich bin sozialisiert, auch als Musikwissenschaftler natürlich, mit diesen erstmal Künstler über Künstlerkritiken, ja, also was wäre, und ich glaube auch, das hat sich ein Wagner, hat sich eine Kritik von Hanslick natürlich sehr zu Herzen genommen, der hat sogar darauf reagiert, ja, also das war sozusagen, ich glaube, dass Kritiker sich eingeschrieben haben, tatsächlich auch zum Teil in Musikgeschichte, und zwar im positiven Sinne, und ich glaube natürlich, dass unser ganzes Regietheater heute nicht möglich wäre, ohne Nietzsche und Shaw, würde keine Wagner-Oper mehr inszeniert werden, ja, die Deutung des sozialistischen Künstlers Richard Wagner, der ja eigentlich ein nationalistisch-antisemitischer Künstler war, den haben wir erstmal George Bernard Shaw zu verdanken. Das aber auch wieder schafft Relevanz, Herr Hefliger. Glauben Sie, dass das eine Form von Kritik ist oder so warst du, dass wir das nicht nur uns Profis überlassen sollen, sondern dass wir vielleicht auch diesen Diskurs ins Literarische überführen können irgendwie? Ja, ich glaube, das ist sehr spannend. Wir hatten jetzt auch bei diskutiert sozusagen in der Langstrecke, nicht, dass man sozusagen irgendwo ein Kurzformat hat der Kritik, das dann auch viel, viel schneller nach der Aufführung stattfindet, dass man aber auch ein Langformat hat, das dann quasi literarisch wird, das zum einen von natürlich Kritikerinnen geschrieben werden kann, aber auch eben von Schriftstellerinnen. Das finde ich sehr spannend. Grundsätzlich ist ja die Auseinandersetzung mit einem Konzerterlebnis, mit einer Interpretation hochspannend und auch extrem wichtig, auch für den Künstler, für die Künstlerin. Und diesen Aspekt irgendwo weiterzuentwickeln, auch weiter zu entfalten in neue Normen, in neue Dimensionen, finde ich sehr, sehr interessant. Eben, es ist eine Frage der Formate. Und aber ich glaube, wenn wir das überlegen, wie war ein Konzert, wie war eine Interpretation, nicht? Es ist ja auch jedes Konzert eine Weiterentwicklung, auch eine Neuinterpretation. Kein Konzert ist je gleich, auch wenn das Programm zweimal hintereinander gespielt wird. Es ist ja auch für den Interpreten immer wieder neu. Und das kann untergehen, wenn wir uns, wenn wir nicht bemüht sind, irgendwo die Kritik die Auseinandersetzung weiterzuführen. Und das zeigt ja auch die Vielfalt, die Kritik haben kann. Ne? Also der Komponist, der den Komponisten kritisiert, ist tatsächlich bei Modulation, bei Tonarten, Umgang mit, was weiß ich was, Rhythmen, also wirklich im Detail verstrickt. Der Literat, der dann den großen Bogen macht bis zum ehemaligen Papst, der sagt Mozart Himmel. Ja, aber ist ja auch eine These, mit der man sich die inspiriert. Ja, ich wollte immer mal im Fernsehen eine Serie machen, wo Leute, die noch nie in der Oper oder im Konzert waren, hingehen. Also ich wollte mit irgendwelchen Fußballspielern einfach mal das erste Mal zu einer Mahler-Symphonie gehen oder sowas. Hat sich noch nie ergeben. Wäre aber auch eine Form von Kritik, die am Ende nur in Begeisterung sich ausdrücken würde. Finde ich aber auch legitim. Ja?
Vielleicht in der letzten Runde nochmal, wenn wir jetzt diese ganzen Spielarten von Kritik aufgemacht haben, Frau Berger, wir merken in dieser Diskussion, wir kriegen wahnsinnig viel Konkurrenz, wenn das jetzt aufgehört hat, weil wir werden jetzt diese Formate Musiker kritisieren Musiker, Literaten übernehmen die Kritik und das alles haben. Und ich würde noch dazu fügen, wir können uns fast ganz auflösen, weil inzwischen kann jeder, der in einem Konzert ist, zum Kritiker werden, indem er einfach auf Twitter schreibt, Welser Möst kann gar nichts, Ausrufezeichen, Hashtag Lucerne Festival, Bayreuther Festspiele, Münchner Staatsoper Cleveland, irgendwas. Und dann weiß die ganze Welt, dass Franz Welser Möst nichts kann, weil es Wotan 2314 geschrieben hat. Wie wichtig ist so eine Kritik? Wie wichtig ist die Kritik? Ist die Kritik von irgendwelchen Leuten, die irgendwas... Also quasi jeder Ladenschwängler befingert die Kultur auch noch, wie Krauss sagte. Ja. Ich sehe das nicht so von oben herab. Ich glaube, statt die zu verurteilen, die doch sehr neugierig und haufenweise in Blogs ihre Meinung kundtun und aber Laien sind, dass die doch interessiert sind. Und wir wollen ja, dass die Menschen interessiert sind an unserer, nicht an unserer, sondern an der Musik, an der Kultur. Und wenn die schreiben und wenn die sich beteiligen, sollten wir eher als quasi wie Krauss ihnen eins auf den Deckel geben, ihnen zuhören und uns mit ihnen zusammentun, vielleicht mit irgendeiner neuen Form. Und das ist eine Community, die uns stärkt. Das ist eine Community, die Musik, klassische Musik hört. Das sind oft Freaks, die aber jetzt nicht vielleicht das Handwerk der Musikkritik erlernt haben und vielleicht nicht Musikwissenschaft studiert haben, teilweise schon, und die was zu sagen haben. Und wir müssen mit denen in Dialog sein und ganz bestimmt nicht auf sie runterschauen und sie als Konkurrent ansehen, im Gegenteil. Ja, so sehe ich das, ja. Gehen Sie mit dieser Kritik um? Ich meine, das ist ja auch ein ganz weites Feld, ne? Es ist wirklich, da gibt es die vernichtenden Unfairen, da gibt es die wirklichen Freaks, die wahrscheinlich Sachen hören, die wir überhaupt nicht hören. Es gibt diese ganze Bandbreite im Netz. Mhm. Die wir aber sie hören Musik? Vielleicht ist es auch unser klassische Musik, die einzusammeln und denen sozusagen wieder eine Form zu geben. Genau. Wie nehmen Sie die wahr, Herr Welser-Möst? Also ich habe mir immer gewünscht, die Wiener Staatsoper war ja früher dafür berühmt, wie viel sie gebuht haben. Ja? Da gab es ja dann einfach die Pavarotti-Fans, die bei Domingo reingegangen sind, um den auszubuhen und umgekehrt. Also Leidenschaft pur. Ich finde das alles gut und richtig und wichtig. Ich würde nur gern, also ich bin ja auch an der Wiener Staatsoper des Öfteren ausgebuht worden, das gehört ja im Opernleben irgendwie dazu. Mich würde dann auch interessieren, ich würde mich mit solchen Menschen dann auch gern mal austauschen und sagen, ich akzeptiere deine Kritik, ja, wunderbar, du bist leidenschaftlich mit diesen Dingen, aber jetzt erklär mir mal, warum. Versuch's wenigstens. Also ich finde, diese Nerds, die da draußen sind, die hat es immer schon gegeben. Nur heute ist es halt durch Social Media ist es ein etwas anderes Forum. Aber diese, wenn man so will, unter Anführungszeichen Wahnsinnigen, die hat es ja immer schon gegeben. Und hoffentlich wird es sie auch noch lange geben. Herr Hildegard, jetzt der dritte Vorschlag, den wir Ihnen machen. Jetzt brauchen Sie auch noch die Nerd-Runde. Ja? Ja, also ich muss noch vielleicht eins sagen, und das liegt mir schon sehr am Herzen. Ich weiß, ich bin so quasi ein bisschen Mitveranstalter dieser Plattform hier, aber eins liegt mir schon sehr am Herzen, und wir sehen es in der heutigen Zeit noch viel mehr als je zuvor. Die Gefahr, dass die Kritik verschwindet, die Gefahr, dass die Kritik unterdrückt wird, ist heute größer denn je. Und wir leben immer noch in einem Umfeld, das sehr kritisch orientiert ist. Und ich glaube, die Kritik ist extrem wichtig. Ich glaube, dass wir jetzt in der klassischen Musik ein bisschen lockerer damit umgehen sollten, dass wir uns auch wegbewegen, eben von den Kaisers und wie sie alle geheißen haben. Das ist jetzt auch mal irgendwie vorbei. Und wir müssen fähiger werden, einen Dialog miteinander zu haben. Am Ende geht es ja um die Kunst. Und um die Weiterentwicklung, Weiterentfaltung der Interpretation, der Entwicklung von tollen Talenten, Künstlerinnen, die kommen, nachkommenden Generationen, die wir ja auch mitfördern wollen und berücksichtigen wollen. Wir haben viel mehr Möglichkeiten heute, diesen Prozess wahrzunehmen, als wir es wirklich wissen.
Aber für eins, da haben wir schon eine Verantwortung alle gemeinsam. Und ich will nicht zu weit ausschweifen hier, aber wir haben eine Verantwortung, uns um die Kritik zu kümmern und auch Sorge zu tragen, dass sie stattfinden kann. Mit allen auch Auseinandersetzungen, Diskussionen, auch mal zu sagen, das war eine Mistkritik, sorry, aber einfach Blödsinn. Und auch zu sagen, ja, das Konzert war jetzt halt einfach nicht gut. Kann ja passieren, wenn man 100 Konzerte dirigiert oder spielt. Das kann ja wirklich vorkommen. Und das ist einfach Teil der Realität. Und wenn diese Realität untergraben wird, ist es auch ein Problem. Und wir erleben diese Probleme überall in der Gesellschaft. Und wenn wir nicht dazu schauen, wenn wir uns nicht dafür bemühen, dann kommen wir dem immer näher, was im Moment eben doch auch schon in Europa stattfindet und was wir jetzt in der Ukraine sehen. Also umso mehr. Also jeder, der kreativ ist, spielt immer mit dem Scheitern und muss auch mal scheitern. Ich glaube, das ist für Kritiker genauso klar wie für Künstlerinnen und Künstler, ja, weil das Scheitern natürlich auch der Thrill ist. Ne? Wenn ich nicht wüsste, dass ein Motorrennfahrer mit 250 auch mal aus der Kurve gehen könnte, dann bräuchte ich auch keinen Tenor hören, der ein hohes C singt. Ja? Also das ist natürlich Teil des Ganzen. Aber lassen Sie mich noch einmal ganz kurz zurückkommen, bevor wir es ganz schließen, zu dieser neuen Form von Kritik. Weil, Herr Hilfiger, ich glaube, das spielt dann auch in unsere Zeit hinein. Jeder kann ein Kritiker sein. Wie gehen wir denn damit um? Also ich weiß es selbst zum Beispiel, ich habe gerade auf Facebook jegliche Kommentarfunktion abgestellt, weil ich gar nicht mehr die Zeit dazu habe, auf meiner Facebook-Seite alle Kommentare, die da reinkommen, zu moderieren. Weil es wahnsinnig schlimme, blöde Kommentare auch gibt, die ich nicht auf meiner Seite stehen haben möchte. Bei Zeitungen, ich weiß es in Österreich, der Standard ist das so weit wie offen, da kann jeder kommentieren, in der Presse kann das kaum jemand machen. Wie gehen Sie damit um? Und noch eine Idee, Herr Hilfiger, weil wir Formate für Sie suchen. Beim Fußballspiel auf Twitter wird dauernd mitgeschrieben von Millionen Menschen, doofer Pass von Müller, tolle Parade von Neuer, wäre doch auch mal für eine Live-Übertragung eines Konzertes etwas. Live-Kritik vom Fernseher oder sowas, Frau Berger. Ja gut, also ich meine, dem können wir nicht wirklich Einhalt gebieten. Ich glaube, dass sicherlich die professionelle Kritik eben nach wie vor eigentlich sicherlich mit die wertvollste Kritik ist. Das wage ich jetzt mal so zu behaupten, aber wir leben natürlich sehr stark auf den Social Media. Ich bin selbst persönlich auch auf den Social Media dabei. Und wir haben jetzt auch gesehen mit der Ukraine-Krise, beziehungsweise mit dem Krieg in der Ukraine, wie heftig das diskutiert wird. Und wir haben ja auch mit unseren Entscheidungen da auf den Social Media einiges zu hören bekommen. Und das ist jetzt halt Teil der Realität. Das ist eine andere Art der Kritik, was bei den Hotels mit den Booking-Plattformen stattfindet und mit den Beurteilungen über Booking.com. Das ist natürlich heavy, heavy. Und wenn man sich vorstellt, dass jetzt quasi ein Konzert von allen Besucherinnen über Booking.com-Plattform bewertet wird, kommen wir natürlich auch in ein hohes Maß der Kommerzialität hinein. Ich wollte gerade sagen, weil bei Booking.com ist natürlich auch die Frage, gehe ich in dieses Hotel oder gehe ich nicht rein? Im Konzert sollte ja eigentlich die Kritik eine andere ästhetische Form haben. Da ist ja auch, wie es L'Art pour L'Art gibt, gibt es ja auch eine Kritik pour la Kritik. Ja? Also dass sozusagen wir vielleicht gar kein unbedingtes Ziel außer die Debatte damit verfolgen. Lassen Sie uns diese ganzen Vielfalt der Themen, die wir jetzt besprochen haben, vielleicht am Ende noch einmal zusammenzurren. Also wenn ich sagen kann, wir waren in der Geschichte der Musikkritik und wir sind jetzt in einer Zeit, wo jeder Kritiker ist. Welche Perspektive hat denn der Dialog oder unsere Arbeit, Frau Berger, Musik in Schrift zu fassen oder in Ton oder in Beschreibung zu fassen, heute, welchen Hauptsinn sehen wir denn darin und wohin entwickelt sich das? Also wohin sich das entwickelt, das ist eine extrem komplizierte Frage, weil wir sind mittendrin in der Digitalisierung und des Rätsels Lösung, also die Lösung weg vom linearen Radio oder vom Print zu einer digitalen Kritik, wie auch immer die aussehen wird, das ist ein Work in Progress. Wir versuchen das mit Instagram-Kanälen, wir versuchen jetzt in der
Philosophie, mit deinem eigenen YouTube-Kanal. Wir versuchen langsam aber sicher, die Musikkritik, das Sprechen über Kultur, über Musik in andere Kanäle zu verpflanzen. Das ist aber, wir sind mittendrin. Wir haben auch immer noch und zum Glück an vielen Orten die ganz klassische Kritik. Das ist Work in Progress, aber ganz sicher muss man dranbleiben. Man muss dranbleiben und schauen, was ist der heutige Wissenskanon des Publikums? Was wollen die und was suchen die? Und was können wir ihnen bieten, ohne zu große Kompromisse inhaltlich zu machen? Also es ist eine Balance zwischen Professionalität und doch schauen, wo geht's hin, wohin bewegt sich die Gesellschaft vom Medienverhalten her auch. Wie wir in den letzten beiden Talks auch festgestellt haben, wir sind in einer Zeit des Umbruchs, die ja besonders spannend ist, Herr Welser-Möst. Wie würden Sie dieses Verhältnis von Kritik und Kulturschaffenden momentan einordnen und wohin geht's? Ich glaube, die große Gefahr ist, wie überhaupt das Wort Konfliktkultur ist heute schon gefallen von Frau Berger. Die große Aufgabe, glaube ich, der Kritik, in welcher Form das auch immer ist, ob das jetzt auf Instagram im Druck ist oder wo auch immer, ist die Differenziertheit, die uns Kunst anbietet, zu propagieren. Denn im Moment, da muss man auch gegen gesellschaftliche Entwicklungen ankämpfen. Das ist auch ein Teil dessen, was wir tun können und ich finde tun müssen. Denn wenn das alles verflacht, so wie Populismus funktioniert, wenn du nicht mein Freund bist, bist du mein Feind, das ist der Tod der Kunst und damit auch der Kunstkritik. Weil dann ist es wirklich nur mehr eben Populismus pur. Und ich glaube, die große Aufgabe der Kritik ist wirklich, dieser Differenziertheit das Wort zu reden. Und die Menschen, der Mensch ist ein komplexes Wesen. Das hat er nicht immer gern, sie oder er, aber das ist eine Tatsache. Und ich glaube, den Menschen diese Komplexität auch zu vermitteln, das ist die große Aufgabe. Herr Hilfliger, das ist jetzt unser dritter Talk. Im ersten haben wir über die Kritik für die Veranstalter und die Bedeutung für Veranstalterinnen und Veranstalter gesprochen. Dann haben wir über die Situation in den Medienunternehmen gesprochen, Kritik für Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen, Radio. Jetzt reden wir über Kritik und Künstlerinnen und Künstler. Was wäre Ihr Fazit nach diesen ersten drei Talks, die wir jetzt geführt haben? Was nehmen Sie mit? Wohin geht dieser Dialog zwischen Kritikerinnen und Kritikern und Künstlerinnen und Künstlern? Ja, gut. Also ich glaube, Kritik ist absolut entscheidend für unsere Gesellschaft. Wenn wir die Kritik, ich habe es ja vorher schon gesagt, wenn wir das verlieren, dann verlieren wir sehr viel und wir bringen unsere Gesellschaft an den Abgrund, so wie wir das jetzt erleben in der Ukraine. Wir schauen im Moment sehr tief in den Abgrund unserer Gesellschaft. Das wird uns quasi sehr plastisch vor Augen geführt, wie tief wir sogar hier in Europa fallen können. Und wenn wir nichts tun, dann gehen wir unter so. Wenn wir die Kritik verlieren in der Kunst, Kultur, wo auch immer im Leben, auch im persönlichen Zusammenleben, in Beziehungen und wie auch immer, und in unseren beruflichen Sphären, wenn wir die Kritik verlieren, dann ist es einfach sehr, sehr schwierig. Deshalb glaube ich einfach absolut Plädoyer für die Kritik und für die Auseinandersetzung, so schwierig sie manchmal auch ist. Ich glaube, in diesem konkreten Fall zwischen Künstler und Kritiker oder Veranstalter und Kritiker wirklich Dialog, mehr Dialog, nicht sozusagen quasi vorbeugen, dass es keine schlechte Kritik gibt, sondern im Nachgespräch auch über diesen großartigen Moment eines Konzertes, einer Oper, wo wirklich alles gegeben wird, danach auch die Möglichkeit zu haben, nach einer Kritik mit einem Kritiker zu sprechen. Und das ist wichtig, weil das bringt ja dann letztendlich auch den Künstler weiter. Ich meine, ich finde diese, es ist ja irgendwie schon fast nicht vollzogener Prozess, wenn der Künstler nachher nicht mit dem Kritiker sprechen kann, auch in einem gewissen Abstand natürlich und mit Respekt. Das ist ein nicht vollzogener Prozess. Und das finde ich manchmal schon ziemlich gefährlich und nicht gut. Und
Das ist mein Votum hier, aber ich... Also ich finde, kann man auch gut so stehen lassen, gerade in den Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden, dass wir uns nochmal bewusst werden, dass die Kritik in der Klassik und in der Kultur tatsächlich auch eine, ja nicht nur eine Übungsform, sondern eine vielleicht Vorexerzierform für Kritik in unserer Gesellschaft hat und immer auch ein Ausdruck davon ist, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander zuhören und ob wir kritikfähig bleiben. Und das wünsche ich allen. Ich frage jetzt nicht, wie war ich, sondern ich sage Ihnen jetzt, Sie waren alle toll. Ich bin kritiklos glücklich und danke auch Ihnen fürs Zuhören und Zuschauen. Und ja, gehen Sie in die Konzerte, gehen Sie in die Opern, werden Sie Selbstkritiker im Netz, lesen Sie Kritiken und reden Sie mit Frau Berger oder mir oder Ihrem Kritiker Ihres Vertrauens. Vielen herzlichen Dank Ihnen allen und einen schönen Tag noch.